So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Mein Spino ist ausgewachsen, er hat 100% und er kriegt erstmal einen Sattel von mir. Ah, das ist schön. 30% Schaden und Widerstand. So, dann machen wir mal unsere Lieblingssache. Aus dem Weg hier. Und gehen in den Sumpf Fleisch farmen. Auch wenn ich es nicht brauche. Wir leveln den guten Spino. Na, ich komme hier gar nicht lang. Definitiv so wenig Platz hier auf der Insel. Aber vorher würde ich sagen. So, Verhalten. So, Paarung aktivieren. Ich falle wieder runter. So, dann würde ich sagen, verpaaren wir die nochmal eben. Partnerbonus. Haben wir noch ein Babyei? Ich glaube, das war nicht so gut. Ja, es war nicht so gut. Scheiße. Ich darf nicht aufsteigen. Bin aus Versehen auf den Spino aufgestiegen. Ist der Paarungsprozess wieder bei 0% gewesen. Aber egal, das geht ja schnell. Und natürlich habe ich Durst. Was wäre auch anderes möglich, ne? Oh, ich kann das Ding ausmachen. Oh ne, lassen wir noch an. Für die Holzkohle. Habe ich den nicht mitgenommen? So. Nehmen die mit. So. So. Na, das sieht doch gut aus. Und Spinnerei schmeißen wir mal wieder hier rein. So, hat klappt diesmal, ohne dass sich mein Spino verletzt. So, wir gehen in. Ist das richtig gewesen? Ja, und in den Westen. Teleport in Vorbereitung. Der Teleport beginnt jetzt!
Koordinaten bestätigt. Teleport vollständig. Wunderbar, er hat jetzt schon ein Level up. Boah, ich mache jetzt schon 300 Schaden. Und das ohne den Buff im Wasser. Auf Ausdauer gehen wir erstmal. So, ich denke mal. So, jetzt geht der Spaß. Oder? Oh. Nicht schlecht. Doch super. Mann, wie schnell der ist. Ist ungewohnt, die 20% mehr. So. Zack. So, meine Güte, so macht das Spaß. So, böse Kreaturen hier. So, ach, die ganzen Piranhas jetzt erstmal weg. Ja. Laufen wir mal. Mir. Wir uns mal um.
Laufen wir mal am Rand entlang. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante, gute Sache. Oh Mann. Bisschen platt. So, der Entdeckenschau ist auch weg.
ganz gut aus. Mann. Spinos machen schon Laune. So. Schon. Zack. So. Das ist noch Öl, ne? Wo ist denn hier gelandet? Okay. Hat auch keine Höhle, nur so ein Durchgang. Haben wir denn schon? Ach, wir haben schon wieder 5000 Fleisch. So, ne? Ja.
Alter. Leben. Ach du Scheiße. Sind wir schon so mittig? Das ist ein Tapiara. Oh, hier ist ein Glitch. Beim Beheben dieser Störung habe ich einen Blick auf einige Karten für die Genesesimulation geworfen. Ich erspare dir die Mühe, selbst nachzuschauen. Es gibt keinen einfachen Weg, um von einem Biom in ein anderes zu kommen. Doch wenn du die richtigen Koordinaten eingibst, kann ich uns von einem Ort zum anderen, von Biom zu Biom teleportieren. Ich mag einen netten Spaziergang so sehr wie jede andere fraktale Person. Doch teleportieren ist unschlagbar, um schnell irgendwo hinzukommen. Zack, 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 wir schnitzeln hier alles nieder. Ah.
So, warte. Hier bin ich. Ah, das gute alte Dodo-Ball. Hier bin ich. Anders kann man es nicht sagen. Oh. Kentros tun weh. Ja, das ist. Nicht, wo ich jetzt bin. Da. Wir laufen noch weiter. Schon wieder ein Kentro. Okay, dieses Giftgas ist wirklich nicht nett. Aber ich dachte, es wäre gefährlicher. Ja, ich muss auf jeden Fall in Luft. Hä? Das ist halt eben nur keine Luft. Und du verlierst eine Zeit, für eine kurze Dauer kein Leben. Das ist Leben. Ach, der Hund wieder. So. Wir könnten den ein bisschen aufpumpen.
wohl noch ein bisschen. So. So, das haben wir ungefähr. So, jetzt haben wir 7000 Leben. Und 15er Saku. Ganz legitim. Dunkel? Nee. Ja, wirklich, das hilft euch. Thank you.
Oh, hier ist ein Glitch. Schon wieder mal. Ihr Überlebenden habt einen wirklich interessanten Geist. Ihr strebt immer danach, mehr zu sehen, mehr zu tun, mehr zu sein. Nicht jeder ist so. Manche Menschen gedeihen nicht, wenn ihr Geist in eine Simulation wie diese übertragen wurde. Nach der Datei, die ich gerade sah, hat das Leben in einer Sim ihre ganz normalen schlechten Gewohnheiten verstärkt. Faulheit, mangelnde Impulskontrolle, sowas. Ein Teil von ihnen wusste, dass die Simulation nicht echt war. Und ich denke, sie haben die schlimmsten Triebe rausgelassen. Lass uns nur hoffen, dass wir nicht auf Überlebende wie die hier treffen. Aha. Wieder ein Level up. So, 400% haben wir erreicht. Na, ist doch schon. Oh, ist das ein Alpha-Kano? Was? Alpha-Kano Level 150? Wir riskieren es einfach. Aber nee, obwohl, wir machen erstmal die Raptoren platt. Das belästigen die mich noch. Aber die stören mich dann gleich und können. Gleich Kritiker direkt hier. So. Alex, zerstopp! Also wenn der mir nichts Gutes gibt, ne? ...330 Schaden mache ich ohne meinen Buff. Das ist jetzt am Ende.
Hälfte oder was? Ein Alpha, der flieht? Was ist denn hier los? Macht nur 87 Schaden. Täuschung. So. So. Huhuhuhuhu. So. Womit fangen wir an? Aber ruhig Gesundheit. So, ich bin Level 77. Wollte ich nur anmerken. GZ. Mein Spieler hat jetzt 10.000 Leben. Das hat sich ja gelohnt. Ein 150er... Hat sich sowas von gelohnt. Oh, ich habe wieder nichts bekommen von denen. So ein Witz. Bisschen blöd. Ach, nee, hat das echt? Der hat das aus Tasche fallen lassen? Ach, toll. Finde ich doch nie wieder. Das ist aber blöd, weil ich habe den Arm nicht bekommen. Das heißt, er hat irgendwo eine... Das verstehe ich auch nicht. Mal sammeln die Tiere das ein und mal lassen die es nicht, ein. Toll. Er hätte bestimmt gute Sachen da liegen gelassen. Ach, scheiße. Aber egal, allein wegen der XP war es das wert. Das ist blöd gelaufen. Okay. Hat mich so sehr darüber gefreut. Egal. Es wird noch andere Alphas geben.
Naja, ich würde jedenfalls sagen, wir sind schon wieder bei 47 Minuten angelangt. Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!